kurz auschecken. Ich will auschecken. Ich international auf dem Laufenden. Ne? Und dann Frühstück. Jo, check it out. Jetzt sehen wir auch hier, wie es in Fort Myers aussieht bei Tage. Okay, wir erwarten in Fort Myers. Sieht so aus. Wir schläfen mit einem Hai sozusagen. Und in Fort Myers war ich schon mal 1997. Aber ich kann mich an nichts erinnern. Das ist Florida. Wenn du dich umguckst, ist eigentlich echt scheißegal, wo du bist. Sieht alles gleich aus. In Florida. Ja, ja. Gut, du hast überall, du hast diese RV-Stores, du hast deine Fressmeile, du hast deinen Bed and Breakfast-Kack. Florida ist ein einziger riesiger Sumpf, wenn du mich fragst. Ich dachte ja, als du gesagt hast, wir fahren durch die Everglades, es geht in die Berge. Das hört sich für mich an wie Gletscher. Everglacier, Everglades, Everglad. Ja. Hallo. Wir sind immer glad. Always glücklich. Wir sind die Florida Boys. Das florierende Florida. Ihr Perkins Restaurant and Bakery, ihr Frühstück hört. Aber nicht da, so da. Lass uns den Tag einfach beginnen mit einer Gallone Kaffee. Und ich krieg nachher Spinat gewurstelt mit Pilz. Ich finde, dass sie schon so Schlägereien haben. Tommy ja auch. Ich finde die Schlägereien gut. Nö, dass die Kinder halt nicht zu weich erzogen werden. So kind and send me your address because I'm right now on my way from Fort Myers to your home. So if you could send me your address, I could try to get there in about 3 hours. Oh, das Rennen mit der Viper, wer wird's gewinnen? Ich glaube, unser V8, der holt noch ein paar mehr PS raus. Im Hochgeschwindigkeitsrausch und da Daytona erledigt. Wir haben der Schlange den Kopf abgebissen. Wir haben der Viper den Kopf abgebissen. Vorsprung durch Technik. Was sind 40 Grad? Wie viel? Was da qualmt, hat irgendwie nichts mit der Klima zu tun, sondern es ist verbrannte Öl. Das atmen wir ein die ganze Zeit beim Fahren. Hier läuft die Suppe schon. Da kommt einiges raus. Jetzt über die Cracklist habe ich den gefunden und der alte Leutnant muss auch Mercedes reparieren. Und vor allem ohne Werkzeug. Behelfsmittel. Also wenn es die Ventildeckeldichtungen wären, dann müsste die Suppe hier drin stehen. Ich hatte das mal an einem Chrysler und hier, wenn ich auch in den USA gekauft hatte. Ja? Und jetzt hier außen wird es ja wahrscheinlich gleich verbrennen. Was meinst du dann? Also das Öl, was du hier siehst, dieses Öl kommt von unserer Servopumpe. Ich behaupte, hier haben wir Öl drin. Guck mal, siehst du das? Ja, ja. An der ersten Zündkerze hier ist Öl. Ja, schon klar. So, ich behaupte, es kommt hier raus, weil ich habe, als ich das Auto neu gekauft habe, vor 20 Jahren,
Ich habe den Dings nicht aufbekommen. Ich habe den Deckel nicht aufbekommen. Hier unten ist aber, hier unten ist drauf. Nee, guck mal, da ist der Öl. Da steht das Öl. Ja, da steht das Öl. Darum sage ich, es zieht es von hier raus. Ne? Es läuft hier rein. Und wir haben das Problem hier. Am Einfüllstutzen, sonst gar nichts. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich habe, als wir das Auto gekauft haben, habe ich diesen Deckel nicht aufbekommen. Das hat der Tommy aufgemacht mit Gewalt. Wahrscheinlich hat der Depp eine Inspektion schon gemacht, hat den Ölverlust bemerkt und hat die Teile runtergedrückt, dass es fester sitzt. Und das mache ich jetzt auch. Wenn es daran liegt, dass das ganze Öl, was wir bis jetzt verbrannt haben, also verloren haben, an dem Deckel lade ich dich zum Steak ein. Wenn es daran liegt. Gucken, dass man das ein bisschen runter bekommt hier. Es ist noch zu wenig, das muss mehr. Das Steak lasse ich mir nicht entgehen, das sage ich dir. Arbeit für praktisch Bildbare. Ich werde jetzt eine Dichtung schneiden mit meinem Opinel, was ich dem BicMic allerdings geschenkt habe schon. Und ein Stück Papp. Dann sehen wir ja, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das denke. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Das erinnert mich alles so ein bisschen an Apollo 13, falls jemand den Film kennt. Houston, wir haben ein Problem. Dazu sagen wir Thumbs up. Yo. Ist das diesmal to twist? Twist to open. Ja, dass ich mir wieder die Hände abreiße. Ich kann's nicht. Alle anderen haben mehr Kraft in den Fingern als ich. Das ist unglaublich. Ja, das geht auch nicht, das. Es gibt in der kompletten Produktion ein Misfit und den habe ich hier. Das gibt's doch gar nicht hier. Hast du ein Tuch irgendwo? Ja, klar, mein Hemd. Die Profis. Ja. Herrlich. Herrlich. Selbst das Hemdchen ist mit Bier versaut. Auf der Schock. Amerikas älteste Brewery. Boah, wie haben die überlebt? Das ist ganz gut. Ja. Mit BicMic in Florida, was machen wir? Mobile Homes angucken. Vielleicht soll ich nochmal anrufen. Wohnmobile betrachten und Kaufinteresse heucheln. Sorry? Ist das der richtige Wagen? Jo. Die gibt's nicht so oft. Kaufst du ihn? Nö. Aber ich will gucken. Ich habe noch nie einen gesehen. Der arme Mann freut sich natürlich über eine Riesensumme Geld. Ich tue auch so, als hätte ich sie, aber Arschkarte. Na gut, da bin ich ja beruhigt. Auf jeden Fall schon mal ist das der falsche gewesen. Es war der falsche. So viel dazu, dass die Dinge mal richtig selten sind, ne? War schön, mit Profis zu reisen. Ich war ihm jetzt klar, dass wir Vintage RVs in Deutschland verkaufen. It's a growing market. Du verkaufst nicht. Ich gehöre nicht dazu. Ich will damit nichts zu tun haben. Du bist der Sponsor und musst für alles den Kopf hinhalten. Ja. Das Wohnmobil mit dem schönen Gesicht. Oh, ja, das wird ein schönes. Zugeben, ein schönes Mobil. Sind deine potenziellen Käufer, die keine Käufer sind, weil sie kein Geld haben. It's got four air shocks on it. The tires are 3 years old. I replaced them 3 years ago. They've got about 12,000 miles on it. Ich kann das alles überhaupt nicht fassen, dass BicMic Kaufinteresse heuchelt und überhaupt keine Kohle hat. Sich so ein geiles Ding zu leisten. Schön ist er ja, muss ich zugeben. Hier leben Echsen in der Motorentlüftung. Wie findest du das? So ein kleines Krokodil. Wir sind ja hier in Florida, also leben hier Krokodile in der Motorentlüftung. Das Ding ist ungefähr 12 Meter lang. Kann sowieso nicht mitfahren in Deutschland. Du sagtest, continue. Alors, j'ai le problème que peut-être on a la même chose avec le moteur. C'est toujours la même. C'est merde.
Failure, see index. Dann werden wir auch wieder mal Handbuch lesen. Ja. Oh. Lamps, exterior, fog lamps, headlamps, high mounted stop lamp, license, ach so, du lieber Gott. Tail lamps, das kann ja auch die Nummernschildbeleuchtung sein, oder? Das dumme Ding leuchtet. Charlie's Steakhouse. Miami. Miami, Miami, Miami. Turtle, turtle, it's time for dinner. It's time for dinner. 300 years without vegetables. Yeah, he learned it for 300 years, you know? There you go. Gentlemen, how's everything looking? Thank you. It looks good. Very good. If I could just get you to cut down the center to make sure it's good to our liking. The newest one is